Gabriele Kieron. Ich bin freischaffende Künstlerin, Malerin, Bildgestalterin. Ich arbeite in unterschiedlichen Techniken. Ich mache Ölbilder, Ölgemälde in Spachteltechnik. Ich mache Pastellkreidezeichnungen, Radierungen und Acrylarbeiten. Ich habe mich nicht auf einen Stil oder eine Technik festgelegt, sondern ich finde es schön, verschiedene Stile und Techniken auszuprobieren, sie weiterzuentwickeln, damit zu experimentieren und mit unterschiedlichen Stilmitteln, Materialien meinen Bildern neuen Ausdruck zu verleihen. Ich lasse mich so inspirieren von eigentlich allen. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, es kann ein Lichteinfall sein, eine Farbe. Am meisten inspiriert mich aber eine leere Leinwand. Wenn ich vor einer Leinwand stehe, meine Farben sehe, die Farbbrillanz und meine Materialien, mein Spachtel, dann kriege ich einfach Lust zu gestalten, ein Bild herzustellen. Und am liebsten mag ich dieses Malen, dieses Licht. Dann, und wenn ich male, dann bin ich im Einklang mit mir. Das ist so eine Art Selbstverwirklichung eines unabdingbaren Teils. Weil ich finde, Künstler zu sein heißt auch, ich versuche ein Gefühl, eine Stimmung, einen Gedanken, eine Gestalt zu verleihen. Das ist für mich so ein Schaffensprozess und dessen Ausdrucksfähigkeit. Ich male eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich bin in eine kreative Familie hineingeboren worden und habe schon immer gerne gezeichnet. Ich habe ständig Malmittel geschenkt bekommen und auf Tombolos habe ich immer die Stifte gewonnen. Ich habe dann in der Grundschule die Malwettbewerbe gewonnen und mit 12 mein erstes Ölbild. Ich bin als Kind gerne in Ausstellungen gegangen und habe dann auch Ausstellungen gemacht. Also ich habe viele Ausstellungen im Ausland schon gemacht und habe neben meinem Beruf als Diplom-Sozialarbeiterin in einer psychologischen Beratungsstelle dann auch die Ausstellung parallel dazu gemacht, also an Wochenenden. Und ich male eigentlich schon immer. Ich kann gar nicht aufhören zu malen. Also wenn ich eine leere Leinwand sehe oder eine Idee habe, die mich inspiriert, das kann draußen ein Mauerwerk sein, eine Farbe, ein Licht, oder wenn ich einen Gedanken habe und eine leere Leinwand sehe, dann lege ich los. Also dann kann ich gar nicht anders, dann muss ich arbeiten. Und das kann Tag oder Nacht sein. Da werde ich wach, stehe ich auf, gehe ich ins Dachgeschoss, es kann morgen früh sein, ich räume alles raus. Meistens steht hier auch alles rum, dass ich loslegen kann. Und dann beginne ich damit. Und mein Prozess ist so, ich lasse mich von dem Bild führen. Ich habe erst eine leere Leinwand. Ich habe noch nicht eine feste Vorgabe, wie das Bild genau aussehen soll. Das heißt, ich nehme eine Farbe, gehe auf die Leinwand, schütte die aus, strukturiere die Farbe, mische andere Farben rein, strukturiere das mit Sand, mit Gips oder Kleister und versuche Formen zu bilden. Dann male ich in diese Farben andere hinein. Wenn es getrocknet ist, je nachdem, ob ich nass in nass arbeite, bilde ich Schichten, kratze die runter, reiße auf, mache Löcher rein, klebe wieder drauf, wenn ich was meine, dass da was fehlt und das Bild ergänzt. Male ich manchmal in den Farben der alten Meister und versuche dann in der Mischtechnik etwas herzustellen. Oder ich mache sanfte Bilder in Farbintensität, die eine energetische Aussage haben. Und dann arbeite ich mit der Farbe als Lichtenergie und mit dem Rausnehmen und Auftragen der Farbe. Ich nehme auch Farbe raus, sodass man auch sieht, wird auch Energie verbraucht, gebraucht im Prozess. Das hat nochmal eine andere Qualität im Bild. Da bin ich im Fluss mit mir und der Welt, das ist dann wie im Flow. Wenn ich mich auf diesen Prozess einlasse, dieser intuitiven Situation folge, dann gestaltet sich das Bild von alleine sozusagen. Und ich versuche dann durch verschiedene Mittel dem Bild nochmal Form zu geben, Struktur zu geben und ergänze das. Und arbeite heraus, mache sichtbar, was das Bild mir auch ein Stück vorgibt. Ein Bild ist dann fertig, wenn ich so das Empfinden habe, ja, das stimmt jetzt, das ist jetzt stimmig, das ist abgerundet. Dann kommt so ein Gefühl auf. Und dieser Prozess bereichert mich auch und macht mir auch sehr viel Freude. Hängt von ganz vielen Faktoren ab. Es hängt von meiner Malgrundstimmung ab in erster Linie, wie ich Lust drauf habe zu malen. Es hängt davon ab, wie ich im Fluss bin mit dem Bild
und ob ich mich auf meine Intuition einlassen kann, im Fluss bleiben kann. Und wenn ich merke, ich bin jetzt nicht mehr so in meiner Intuition, das passt jetzt nicht von der Stimmung her, von dem, was ich mache, dann höre ich eigentlich auf und dann mache ich Pause und male an einem anderen Tag weiter oder nach einer Woche. Das ist, es steht und fällt halt mit der Malgrundstimmung und mit dem Fluss, mit dem ich malen kann. Und aber auch vom Material, auch das Bild bestimmt vom Material. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Pastellkreidezeichnung, kann man anders anfertigen oder ob ich flüssig arbeite, dass ich so Nass-in-Nass-Technik wähle. Bei diesem Bild habe ich verschiedene Schichten aufgetragen, die mussten dann erstmal trocknen. Und wenn die durchgetrocknet sind, reiße ich die auf, übermal die, bearbeite die, folge den Strukturen des Bildes. Und das hängt dann wirklich davon ab, welche Technik ich nehme, welche Trocknungsprozesse da sind. Aber in erster Linie, wie ich gerade schon gesagt habe, von dem Gefühl, das stimmt jetzt mit dem Fluss im Bild zu sein, mit der Intuition. Ein Künstler für mich ist in der Gesellschaft ein Inspiration, eine Inspiration. Er bereichert die Gesellschaft durch Ästhetik, durch Botschaften, durch intuitive Dinge. Er schreit auf, er kritisiert, er reflektiert. Er ist für mich ein Seismograf, ein Botschafter, aber auch ein Motor der Gesellschaft. Er bildet und er schafft Kunst und er stellt die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Kulturen her. Weil die künstlerische Sprache ist meist eine nonverbale Sprache, die der Maler und Künstler, der Sänger, da kommt die Harmonie, der Text drüber, die Schauspieler, die Mimik. Ich finde, dass Kunst etwas sehr Verbindendes ist, sehr Bereicherndes, Kulturschaffendes, Kulturbildendes, ja, über alle Grenzen hinaus. Ich möchte mit meinen Werken zum Ausdruck bringen, dass in der Welt der Fantasie alles möglich ist und dass, wenn man ihr freien Lauf gibt, der Intuition folgt, auch vieles neu entdecken kann. Ein Bild ist immer ein Fenster zur Welt. Es hat seine eigene Sprache, seine eigene Bildsprache durch sein Licht, durch die Formgebung, durch die Farbgestaltung, durch die inhaltliche Aussage und spricht immer erst für sich selbst. Was ich nicht mag an der Kunstszene ist, wenn Kunst eingeschränkt wird, wenn sie verboten wird, wenn da Ignoranz ist. Und das ist für mich so wie Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir haben hier in Deutschland eine pluralistische Meinungsgebung und Meinungsmachung durch die ganzen Pressekritiker, so dass das in Deutschland gut möglich ist, aber in anderen Ländern durchaus nicht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Kritiken, Herausforderungen, die, finde ich, bereichern die Kunstwelt, die gehören dazu. Es ist auch wichtig, dass das so ist, aber Verbote, Einschränkungen zählen für mich zu den kritischen Seiten. Also ich finde, dass der Dschungel, der Kunstdschungel, einerseits eine Bereicherung ist, aber auch eine Schwierigkeit. Und ich finde es sehr schwer, für die Kunstszene zu definieren, was ich nicht mag, weil ich finde, es gibt eigentlich nicht, was ich nicht mag, sondern es gibt nur schwierig, leicht, kompliziert oder bereichernd. Also ich kann nicht sagen, was ich schlecht finde. Kunst ist Aktion. Kunst ist Inspiration. Kunst ist Lebensenergie. Kunst ist Energiegebung. Kunst ist Reaktion. Kunst ist Inspiration. Kunst ist mein Lebensinhalt. Kunst ist mein Leben.